Der Zander hat seinen Ursprung in Südosteuropa. Das bedeutet Kasachstan, dieses ganze Gebiet. Er stammt also aus dem Kontinentalklimabereich. Das ist vor über 200 Jahren passiert, dass der Zander hier heimisch wurde. Auch durch die Industrialisierung, da sind die Gewässer trüber geworden. Und da hat der Zander hier Fuß gefasst. Und man kann heute sagen, dass der Zander hier in Mitteleuropa heimisch ist. Die Lebensansprüche, die der Zander an sein Habitat, an seine Gewässer stellt, um am besten hochzukommen und abzuwachsen, sind nährstoffreiche, trübe Gewässer. Durch natürliche Nährstoffeinträge ist das Wasser durch Phytoplankton und dann anschließend Zooplankton, also Schwebstoffe, angetrübt. Und dort kommt die Zanderbrut, die gegen Licht sehr, sehr empfindlich ist, erstens sehr gut auf und zweitens hat diese Zanderbrut, nachdem der Dottersack aufgebraucht ist, diese kleinen Zooplanktonkrebse, die da als Schwebstoffe vorhanden sind, die sich von dem Phytoplankton ernähren, überhaupt die Lebensgrundlage weiterzuwachsen. Und Zander bilden eigentlich nur dort sehr dichte und sichere Bestände, wo die Gewässer eben nährstoffreich und dadurch angetrübt sind. Die Laich- und Brutzeit ist beim Zander eine ganz spezielle Angelegenheit. Ab 12 Grad Wassertemperatur, das sind Temperaturen, die wir erst frühestens Ende April in den meisten Gewässern erreichen, fangen die Zander langsam an mit dem Laichgeschäft. 12 bis 15 Grad, da ist dann der Hochpunkt erreicht. Während des Laichgeschäftes wären sie sowieso schlecht an die Angel zu bekommen, wenn man sie beangeln würde. Die sensible Zeit ist aber die Brutzeit der Zander. Das heißt, wenn die Milchner nach dem Laichen das Gelege bewachen, das dauert ungefähr je nach Temperaturentwicklung 14 Tage. In diesen 14 Tagen ist das natürlich sehr sensibel, wenn dann dort auf diesen Bereichen, wo die Zander dann ihre Nester, ihre Brutgelege bewachen, geangelt wird. Auch wenn auf Hecht geangelt wird oder auf Barsche oder auf andere Raubfische, hat man das ganz oft, dass die Zander dort versehentlich von den Nestern runtergezogen werden und bei einem Anhieb dann der Milchner sein Gelege zerstört. Das ist das, was Zanderbeständen wirklich richtig großen Schaden in der Reproduktion zufügen kann, wenn er auf einem Gewässer, wo sich der Zander auf natürliche Weise vermehren kann, wenn es trüb und nährstoffreich ist, eben im Mai in der sensiblen Brutzeit schon geangelt wird. Deswegen sollte man aus solchen Gewässern oder solche Bereiche besonders schonen und sie erst ab 1. Juni oder 15. Juni, wenn die Höhenlage bis in den Mittelgebirge liegen, wie die Talsperren, dann erst freigeben. Eine ideale Zanderschonzeit wäre 1. April bis 1. oder 15. Juni. Da wäre man eigentlich immer auf der sicheren Seite und könnte so bis Ende März problemlos auf die Zander angeln, ohne sie bei der Reproduktion zu stören. Zanderbesatz ist in den meisten Fällen nicht lohnenswert. In Gewässern, wo der Zander sich nicht auf natürliche Weise vermehren kann, weil die Gewässer zu klar sind, zu nährstoffarm, die lichtempfindliche Brut nicht hochkommt oder eben diese Schwebstoffe, diese Zooplanktonkrebse fehlen, die die Zanderbrütlinge eben brauchen, wenn der Dottersack aufgebraucht ist in den ersten Lebenswochen. Wenn das nicht gegeben ist, ist ein Besatz kontraproduktiv. Man könnte größere Zander einsetzen, also schon laichfähige. Die würden zwar keine eigene Brut hochbekommen, aber der Einzelfisch ist dann im Gewässer vorhanden, würde auch wachsen. Aber das ist nicht zielführend, weil das dann eine quasi für das Gewässer fremde Bewirtschaftung mit Zandern wäre. Und in Gewässern, wo sich Zander auf natürliche Weise vermehren und eine gute Population bilden, ist der Besatz kontraproduktiv und nicht notwendig. Man würde nämlich die Zandermüdigkeit befeuern, dass sich also der Bestand auf dem Hochpunkt gegenseitig dezimiert und dann eine Stagnierung reinkommt und die Brut weggefressen wird oder eben eine Verjüngung des Mittelbaus, wo sich dann die Zanderbestände gegenseitig dann kurz halten und klein halten, weil sie zu dicht stehen. Das geht alles auf natürliche Art und Weise und Besatz wäre da völlig kontraproduktiv. Also sollte man eigentlich bei den Gewässern, wo der Zander von allein sich vermehrt, nur darauf achten, dass die sich gut reproduzieren können, dass die Brut ordentlich hochkommt, dass sie nicht gestört werden bei der Brutpflege. Und ansonsten ist die Entnahme durch Angler aus dem Mittelbau, also Fische so zwischen
ja, um die 50, 60 Zentimetern eigentlich ideal, weil es dann natürlich so eine leichte Waage gibt und jede Lücke, die durch Befischung oder durch Beangelung in so einem Bestand, der auf festen Füßen steht, weil das Gewässer produktiv ist, gerissen wird, würde bewirken, dass die Brut wieder schneller diese Lücke schließt und die Fische schneller abwachsen. Also sind Zanderbestände eigentlich sicher und durch Angeldruck und Entnahme nicht zu gefährden. Der Zander ist ein Fisch, der nachtaktiv ist, weil er eben sehr lichtempfindlich ist. Je trüber die Gewässer, desto aktiver ist er auch am Tag. Und er hat im Hochsommer, wenn das Wasser über 20 Grad Temperatur hat, das ist wie jetzt hier, es sind über 30 Grad, deswegen stehe ich hier so im Hochsommer-Outfit da, seine höchste Aktivität. Ist das Wasser trübe, ist er am Tag reizbar mit der Angel, man kann ihn dann fangen, weil er da auch gern frisst. Ist das Wasser sauberer, ist er dann eher nachts unterwegs und nachts aktiv. Mit dem Gummiköder, wenn man am Tag mit den Zander fischt, fischen wir einen klassischen Einzelhaken mit weichen Gummiködern, die dafür sorgen, dass sie sich beim Einsaugen, wenn der Zander den Köder nimmt, falten und ins Maul gelangen und eine straffe Spinnrute mit geflochtener Schnur in Wechselwirkung schlägt den Fisch an. Er hängt dann hier an einem Einzelhaken mit einem Widerhaken dran. Deswegen Widerhaken, weil der Fisch, das ist unsere Herangehensweise an die Sache, sicher gehakt und dann auch sicher gelandet werden kann, wenn er sicher gehakt ist. Das bedeutet, wenn er wieder hakenlos gefischt wird, wir haben hier ein Bleikopfgewicht dran in verschiedenen Gewichten und der Zander schüttelt sich im Drill an der Angel, würde das Gewicht dafür sorgen, einmal hin und her, dass der Haken einfach abgeschüttelt wird. Das ist also, ich brauche keinen Fisch zu haken, wenn ich ihn nicht sicher landen kann. Dann genauso wie ein Kescher mitgeführt werden sollte, um den Fisch sicher zu landen, ist es auch so, dass man einen Widerhaken an dem großen Einzelhaken verwendet, um den Fisch auch sicher zu haken und auch anlanden zu können. Mit einem Zusatzdrilling am Köder kann es passieren, dass es bei diesen kleineren Zandern der Drilling hinten im Rachen hängt und dann in den Kiemen blutet. Und das wäre sehr, sehr schade für den Fisch und würden einige verenden. Und da sind wir auch in der Verantwortung dann zu sagen, man fischt hier mit schlanken, weichen Ködern, mit einem Haken, wo er dann wirklich sauber vorn hängt, im Maulwinkel dann auch abzuhaken geht sehr schnell. Ist der Zander dann gelandet, gilt es darum, den möglichst schnell weitgerecht zu töten. Das heißt, einen Schlag auf den Kopf zum Betäuben, einen Kiemenschnitt, damit er sofort schnell ausblutet. Herzstich ist in manchen Regionen vorgeschrieben, aber das Herz zu treffen ist immer nicht so einfach, vor allen Dingen für Anfänger nicht. Der Kiemenschnitt sorgt dafür, dass das Blut sofort aus dem Fisch rausgelangt. Das sorgt auch dann für weißere Filets, wo dann keine grauen Blutrückstände, Gerinnsel drin bleiben. Und jetzt wird er auf dem nächsten Schritt zum Lebensmittel weiter veredelt und dazu kommt dieser 65 cm Küchenzander in diese Küche. Hier ist er jetzt, war über Nacht im Kühlschrank und der Carsten wird den jetzt filetieren im ausgenommenen Zustand, weil er über Nacht im in der Kühlung lag und er hat noch das Schuppenkleid, also er ist nicht geschuppt. Es gibt ja verschiedene Varianten, ne? Den zu filetieren, wenn man auf der Haut braten will, schuppt man ihn komplett, nimmt ihn nicht aus und filetiert ihn von oben runter, aber jetzt ist er noch mit Schuppen und ausgenommen und dann gibt es eine Variante zum Filetieren, die der Carsten jetzt mal hier zelebriert und zeigt. Wir als Angler haben einen riesen Vorteil allen anderen gegenüber. Wir können das Lebewesen zum Lebensmittel selbst veredeln und das heißt, der Fisch muss überlistet werden, ist die kürzeste Zeit in einem unnatürlichen Zustand im Drill, danach wird er sofort tierschutzgerecht aus dem Leben gerissen und danach nutzen wir diesen Fisch natürlich, um den auch zu verzehren. Ja, das ist der Sinn der Angelei und das ist auch nachhaltig. Wir sagen eben vom Lebewesen zum Lebensmittel, das ist der Schwerpunkt wirklicher Angelfischerei in unseren natürlichen Gewässern. Wer den Fisch nicht innerhalb einer Stunde sofort weiterverarbeiten kann, draußen am Gewässer filetieren kann, der muss innerhalb dieser Stunde ausgenommen sein, weil die Darmbarriere zusammenbricht und das Immunsystem des Körpers funktioniert nicht mehr. Und dann können die Filets negativen Einfluss haben. Es geht einfach beim Filetieren darum, eine flexible Klinge zu haben oder eine steife Klinge. Der Vorteil der steifen Klinge ist, wenn ich hier die Gräten durchtrennen muss, am Rückgrat brauche ich eine Klinge, die wirklich durchzieht, die gerade durchzieht, sich nicht verbiegt und von der Wirbelsäule sich entfernt. Wenn ich die Haut abziehen möchte, dann brauche ich ein flexibles Messer. Ja, und da sind auch diese typischen Filetiermesser für die Angler, die es im Fachmarkt gibt, ideal.
Aber gerade jetzt müssen wir durch die Gräten und deswegen nehmen wir die stabile Form des Messers. Die Schnittführung, die Filets gehen bis hinter den Hinterkopf beim Zander. Und das ist hinter dem Kiemendeckel der erste Schnitt und dann entlang an der Wirbelsäule, ja, an der Rückenflosse bis runter zur Schwanzflosse. Und dann haben wir ganz einfach das Filet sauber herausgetrennt. Ja. Also wenn man das sieht, ist das eine Filet, an dem man dann arbeiten kann. Erster beherzter Schnitt hinter den Kiemendeckeln bis in die Verbindung am Hinterkopf. Und hier sieht man, hier hat man den ersten Schnitt gut vollbracht. Das Einfachste ist jetzt, sich den ersten Schnitt durch die Schuppen ganz vorsichtig entlang der Rückenflosse entlang zu ziehen. Wenn man ungeübt ist, langsam und immer auf der Gräte entlang schärfen. Und als Faustregel, wenn man jetzt durch den Körper hindurchsticht und an der Afterflosse genau herauskommt und dann ganz fest auf der Wirbelsäule entlang zieht. Und hier gibt es einen Tipp: Ich entferne das Filet jetzt nicht komplett, denn wenn ich die andere Seite filetieren muss, hängt der Fischkörper immer durch und ich habe das Problem, dass ich dann nicht sauber schneiden kann. Hier sieht man die Führung genau an den Gräten entlang. So, und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten: emotionslos diese Gräten durchzuschneiden und dann wegzuschärfen, und wir zeigen, denke ich, beide Möglichkeiten. Wichtig ist ein sauberes Arbeiten, blutiges Messer, immer wieder abwischen, immer wieder dran arbeiten. Wir lassen die eine Seite jetzt und gehen zur zweiten über. Wieder der beherzte Schnitt hinter den Kopf. Das Vorschneiden entlang der Wirbelsäule. Und jetzt hätten wir das zweite Filet nicht noch am Fisch liegen, hätten wir Probleme, weil es immer wieder durchhängt. So, der Stich, der genau der gleiche wäre, wenn der Fisch noch nicht ausgeweitet wäre, dass wir nicht in die Innereien stechen, sticht man wirklich erst hinter der Afterflosse durch. Da kann man sicher sein. Und jetzt zieht man. Man hört es richtig. Auf dieser Seite lassen wir die Bauchgräten stehen. Das heißt, wir produzieren ein fast grätenfreies Filet. Das wäre der Vorteil, wenn wir den Fisch gleich so nutzen wollen. Dann wäre die Bauchhöhle, jetzt das Bauchfleisch wäre natürlich noch mit den Gräten vorhanden. Das würde aber nicht verworfen werden, sondern das würden wir verwenden, wenn wir einen Fischfond machen. Eine Fischsuppe kann man das genauso mit sauber verarbeiten. Das heißt eben nicht, dass man nur einen Teil des Fisches verwertet und den Rest verwirft. Hier sieht man jetzt ein sauberes Gräten. Armes Filet, ja, kleine Gräten können immer noch vorhanden sein, die man ziehen müsste. Wenn wir jetzt das Filet haben, prüfen wir natürlich hier, dass keine Gräten vorhanden sind oder Flossen, die man eventuell mit hat. Dann macht man einen sauberen Zuschnitt. Man hört richtig der Kammschupper, wie derb die Schuppen sind. Ne? Und wenn wir das jetzt nicht gleich weiterverarbeiten können, so ein Filet, nutze ich Lachsbretter. Die gibt es im Handel zu kaufen, indem wir das Filet sauber auflegen. Es ist trocken, das ist ganz, ganz wichtig, nicht mit Wasser arbeiten. Wenn wir das jetzt einfrieren wollen oder müssen, dann nehmen wir noch eine Vakuumtüte. So,
Und so vorbereitet, sauber beschriftet, wird es vakuumiert, eingefroren. Und erst wenn wir den Zander braten, das heißt, wenn wir ihn für die Pfanne vorbereiten, ziehen wir das Filet, also ziehen wir die Haut vom Filet herunter. Erstens saftet es nicht aus, ja, und hat einen viel besseren Halt. So, jetzt haben wir unser Zanderfilet sauber vakuumiert. Jetzt wird es schnell eingefroren. Der Vorteil ist hier, es ist kein Sauerstoff mehr dran. Sauerstoff kann immer Gefrierbrand verursachen. Und das ist ein tolles Produkt, weil man alle damit verwöhnen kann in der Familie und kann sagen, du, ich gehe angeln. Und hier haben wir ein Naturprodukt, das macht einfach Laune. Na, die Afterflosse. So, das ist die zweite Form des Filetierens, indem man hier die Flossen, ach, die Gräten durchschneidet, ja, und dann den Flossen scharf entlang schärft und dann sieht das so aus. Und jetzt müssen wir aber hier die Gräten sauber aus dem Filet holen. Jetzt gilt es, ganz flach die Bauchgräten herauszuschärfen. Und da sieht man, dass der Bauchlappen so dünn ist, wenn man ein grätenfreies Filet möchte. Man hört es richtig knuscheln. Und das ist beim Zander so, dass die Bauchlappen sehr grätenreich sind. Man sieht es hier, man könnte das nie durchschneiden. Ja, und das kann man auch nicht kauen. Das geht ab in den Fischfang. Das verwendet man für die Soße. Und jetzt hat man hier eben den Nachteil, dass man hier die Gräten spürt. Ja, hier ist alles grätenreiches Filet. Und das machen wir wirklich mal, um es deutlich zu machen. Jetzt hört man hier, hört man richtig, wie die Gräten drin sind. Das ist alles nur Fleisch. Und das, man sieht das hier vorne für die Fischsuppe. Aber eine feine Suppe oder auch eine gute Soße mit einem guten Grundfond spielt ja auch eine besondere Rolle. Schneiden wir das ordentlich zu. Und jetzt sehen wir hier ein grätenfreies Filet. Nicht zu verachten sind die Zanderbäckchen, ja, die sich ja die eine Delikatesse darstellen und je nach Größe des Zanders nicht unerheblich sind. Die sind besonders zart, kurz gebraten. Ist das ein Traum? Und gerade der Zander, der ja wirklich gute Bäckchen hat, den sollte man nicht verwerfen, indem man die nicht nutzt. Auf 100% backen und einschmeißen. So, und hier auch wieder das Zanderfilet, die zwei Bäckchen dazu. Traumhaft. Also für den Fischfang ganz einfach. Wir nehmen die ganze Karkasse, es ist alles sauber. Wir brechen die auseinander, ziehen die für den Fang mit kaltem Wasser, setzen wir den auf. Ja, ab in den Topf. Es muss nichts verworfen werden. Alles kann sauber verarbeitet werden. Und der Fisch wird mit den schönen Filets und einer feinen Suppe, ja, kann der dann kredenzt werden. Ein Teil des Fonds kann man dann für die gute Soße nehmen, wenn man da eine Schaumsoße machen möchte. Das ist einfach authentisch. Und wir sagen, das ist der gefangene Fisch. Besser geht es gar nicht. Der Angler, der in der Natur den Lebensraum nutzt und die Lebewesen für sich selbst veredelt. Besser kann die Passion Angeln nicht zu Ende gehen.